Nach einer Vereinbarung von Bund und Ländern soll seit dem 8. März diesen Jahres jede Bundesbürgerin und jeder Bundesbürger wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest erhalten können. Neben dem Fieberzentrum in Wolferode und den Arztpraxen bieten in Mansfeld-Südharz auch einige Apotheken diesen Service an. So trat beispielsweise auch die Inhaberin der Mohren und Glückauf Apotheke in Eisleben dem Rahmenvertrag zwischen der Apothekerkammer und dem Land Sachsen-Anhalt bei. In der Mohrenapotheke wird nachmittags ab 15 Uhr getestet. Doch wie läuft das praktisch? Also das geht nach Terminvergabe. Man kann entweder anrufen oder wir warten jede Minute darauf, dass man das endlich auch elektronisch machen kann. Die Freigabe dazu kann man gucken über unsere Homepage und da sich direkt wird man verlinkt direkt anmelden dann. Wir bieten Termine an nachmittags 15 bis 18 Uhr, weil wir das so personell abdecken können. Wenn man den Termin hat, betritt man gar nicht die Apotheke, sondern geht einmal über unseren Hof in unser Testräumchen und wird dort in Empfang genommen dann. Eine sichere Sache? Ja. Was für Leute kommen denn her? Es kommen Leute, die einfach mal wissen wollen, wie ihr Status ist und sich bescheinigen lassen wollen, um gutes Gewissen auch zu haben und mehr Sicherheit für sich selber, dass sie keine Corona-Infektion in sich tragen. Es kommen Leute, die gerne ihre Angehörigen im Krankenhaus besuchen möchten. So einen Fall hatten wir heute. Es kommen Geschäftsreisende, die ins Ausland reisen und dafür eine Bescheinigung brauchen. Und ich hatte jemanden, der im Ausland seine Angehörigen besucht hat und nun zurückgekehrt ist und dafür eine Bescheinigung braucht, dass er Corona-negativ ist. Das ist es. Uns geht es auch viel darum, mehr und mehr Leute wie eine Massentestung zu machen, um Leute rauszufischen, die eine Infektion haben und es gar nicht bemerken, weil die symptomlos sind. Da hatten wir jetzt gestern so einen Fall, wo wir eigentlich sehr, sehr dankbar sind dafür, dass wir den gefunden haben und er wahrscheinlich selber auch. Das war einer, der wollte zur Arbeit gehen und mit 50 anderen Leuten zusammen arbeiten. Und so haben wir verhindert, dass er diese 50 Leute ansteckt. Doch auch für Leute, die sich lieber zu Hause testen möchten, gibt es nach wie vor Angebote. Also wir verkaufen an Laien, sogenannte Laien, die ausschließlich die Laientests. Und was besonders ist und uns auch unterscheidet von den Tests bei DM oder Aldi ist, dass wir immer ausführlich eine Erklärung dazu auch abgeben, sodass die gut ausgeführt werden können. Ne? Wir haben doch schon auch eine ganze Reihe Fehler gesehen und so ganz einfach ist es denn doch nicht. Ne? Man muss schon die Probennahme gut machen, damit wirklich ein aussagekräftiges Ergebnis auch entsteht. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass beschrieben wurde in der Tagesschau einmal, ja eigentlich seriöse Nachrichten, und dort falsch beschrieben wurde. Ne? Und von daher denke ich, da ist es schon gut, sich das zumindest einmal zeigen und erklären zu lassen von uns auch. Das sind die Laientests und dann verkaufen wir an medizinisch geschultes Personal, an geschultes Personal, was inzwischen auch andere nicht-medizinische Bereiche umfasst, auch die Profitests. Und auch da können wir gerne vorbeikommen zur Einweisung. Ne? So soll ja zum Beispiel in Schulen auch getestet werden. Um die Berechtigung für die Durchführung der Tests zu erhalten, absolvierte Frau Willert extra einen Lehrgang. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Maria Heinemann zeigte sie noch einmal für die Kamera, wie so ein Test im Einzelnen abläuft. So muss der zu Testende zunächst seine persönlichen Angaben machen, wie Name, Adresse und Telefonnummer, sowie eine Selbsteinschätzung zum aktuellen Gesundheitszustand. Die Apothekerin, die indessen ihre PSA, was so viel heißt wie persönliche Schutzausrüstung, also einen Kittel, Maske, Schutzschild sowie Handschuhe angelegt hat, bereitet die Testutensilien vor und macht den Abstrich in der Nase. Ein bisschen nach hinten und 2 Zentimeter rein machen wir die und dann so ein bisschen drehen und in das andere Nasenloch nochmal. Und das war's schon. Das Stäbchen kommt dann in die sogenannte Pufferlösung, wird ausgedrückt und etwas gedreht, um dann 4 Tropfen auf einen Teststreifen zu geben. 15 Minuten später ist das Ergebnis dann da. Eine einfache und für alle kostenlose Sache, die Frau Willert gern noch ausbauen würde. Es gibt das sogenannte Böblinger Modell, wo Massentestungen in diesem Landkreis durchgeführt werden, was auch initiiert wurde von einem Apotheker.
Und die haben dort ganz, ganz niedrige Inzidenzzahlen und trotzdem die Geschäfte geöffnet. Und genau das ist das, was ich mir wünsche, auch für unseren Landkreis. Wir haben die Chance, auch so ein Modelllandkreis zu werden jetzt. Ich würde mir wünschen, wir ergreifen diese Chance, dass unsere Läden aufhaben können, dass unsere kulturellen Einrichtungen wieder spielen können, wieder aufführen können, endlich. Und das kann man erreichen über Massentestungen, dass man wirklich, so wie wir gestern, diesen einen Fall rauszieht und er die 50 Mitarbeiter oder Kollegen, die er um sich herum hat, nicht angesteckt hat. Und da haben wir die Infektionskette sehr, sehr effektiv unterbrechen können. Also gleich morgen einen Termin holen für einen kostenlosen Corona-Test.